Positive an unserem Fahrradanhänger: die intelligente Technologie nimmt dem Fahrer die Last ab, das automatische Bremssystem macht ihn sicher. Innovation ist eine individuelle Entscheidung, ist eine Idee, die man umsetzt. Hamburg hat die Stärke, eigentlich vor allen Dingen durch die TU Harburg, digitale Welten zu kombinieren mit dem klassischen Maschinenbau und dadurch neue Angebote zu machen für die Gesellschaft. Und die Grundsatzidee ist die Transportbox auf Rädern, die einen hinterher folgt. Und das wurde ganz klar durch Mechanik, aber auch Elektrik, Software umgesetzt. Wir sitzen hier in dem momentanen Start-up-Büro innerhalb einer Wirtschaftsförderung von Hamburg und in enger Kooperation mit der TU Harburg. Wir sind gefördert von einem Entrepreneurship-Zentrum hier in Harburg als Startup-Doc. Wir bekommen Büros hier im Channel 4. Das ist schon eine tolle Unterstützung. Zum Beispiel durch das Startup-Doc ist hier auch dieser Innovationscampus entstanden, wo viele unterschiedliche Startups zusammenkommen, die gefördert sind durch Exist-Stipendien, wo wahnsinnig tolle Synergien entstehen, wo man sich austauschen kann. Ich glaube, Hamburg ist ein moderner, urbaner Staat. Was wir machen möchten, ist, dass wir möchten Städte von Luftverschmutzung und Staus befreien. Und ich glaube, das wäre möglich mit unserer Fahrradanhänger, mit unserer alternativen Transportlösung. Reden wir mal über Mobilität in der Stadt. Wie siehst du das, sagen wir, Bewusstsein, dass Mobilität in Verbindung mit eigener Muskelkraft auch positive Einflüsse auf das Thema Klimawandel hat? Wenn die Technologie jetzt so weit ist, dass alternative Antriebe ermöglicht werden, werden es die Leute wirklich annehmen, sobald sie sehen, dass es praktikabel wird. Wir sind jetzt hier in der Hafen City, ein Ort, der sozusagen Vergangenheit und Zukunft beinhaltet. Wenn du dir jetzt vorstellst, wie sieht für dich die Zukunft der Mobilität in 20 Jahren aus? Also wie ich die Stadt erlebt habe, wie ich auch Hamburg erlebt habe, merkt man, wie vielfältig die Menschen hier sind, wie vielfältig sie leben, wie sie sich auch bewegen wollen und dass ein wirklich gesunder Mix zusammenkommt. Und einen guten Fluss durch die Stadt, das wäre absolut das Ziel. Und daran sollten auch alle teilnehmen können. Solche, die Rad fahren, solche, die Bus fahren, solche, die Auto fahren. Und solche, die viel bewegen wollen. Und möglichst mit wenig Behinderungen ans Ziel zu kommen. Das ist unser Ziel als Nüwil. Und daran arbeiten wir jeden Tag.